Universität Hamburg macht, einzigartig, da sie zum einen, finde ich, in der schönsten Stadt der Welt liegt und hier mit einem Netzwerk an Wissenschaftlern exzellente Klimaforschung betrieben wird. Und in Hamburg hat man einfach super viele Möglichkeiten, weil die Stadt so groß ist, die Universität ist gut. Hamburg brings us wonderful symbiosis between meteorological research, weather, and climate research. Aber um die Erde zu beschreiben, bedarf es noch viel, viel mehr. Und all diese Kompetenzen sind hier am Klimacampus Hamburg vorhanden. Schwerpunkt des Meteorologischen Instituts in Hamburg fängt an im Kleinen, dass wir die Prozesse verstehen wollen, die eben Wetter und Klima am Schluss machen. Das heißt, das fängt an bei Wind, bei Umströmung von Gebäuden, bei Stadtklima, über erneuerbare Energien, aber dann auch hoch in die Atmosphäre. Wolken und Niederschlag ist ein wichtiger Schwerpunkt, wo dann eben auch Fernerkundung, Satellitenmeteorologie mit hineinkommt. Und am Schluss haben wir eine Arbeitsgruppe, die sich auch mit der Dynamik der Atmosphäre beschäftigt, wie all das dann zu großen globalen Wellen- und Wettersystemen zusammengefügt wird. Hier in Hamburg kann man schon im Studium an Forschungsprojekten mitarbeiten, Forschungsluft schnuppern und Interessen entwickeln, sei es als studentische Hilfskraft oder auch in Bachelor- und Masterarbeiten hier an der Universität oder auch am Max-Planck-Institut für Meteorologie zum Beispiel. One of the great things about this partnership we have with the University of Hamburg is that it gives us the opportunity to work with students right at the beginning of their career. It's a time when their minds are open to all sorts of new ideas, and it's a chance for us to really do new things, not just old things better. In der Lehre ist für uns ganz wichtig, das Forschende lernen. Die Dozenten lehren nur das, was sie forschen und bringen damit dann aktuelle Forschungsinhalte, aktuelle Projekte, Dinge gleich mit hinein in die Lehre, sodass Studierende immer mit dabei sind im Forschungsprozess, schon so ab dem zweiten Studienjahr. Also das Studium Meteorologie in Hamburg ist anfangs im Bachelor recht mathematisch und physikalisch, aber man braucht einfach das Grundwissen dafür und ist an sich schon sehr hilfreich. Aber es kommt dann im zweiten, dritten Jahr, geht man mehr in die Meteorologie und mehr in die Atmosphärenforschung. Aktuell zum Beispiel finden wir uns in einem Lehrexperiment, wo wir zum Beispiel Messinstrumente aufstellen und dann daraus Analysen ziehen und Modelle aufbauen. Mit unserer Forschung liefern wir die Wissensgrundlage für Stadtplaner, für Entscheidungsträger im Zuge des Klimawandels zum Beispiel. Bei den Wolken, die ich erforsche, spielen Turbulenzen eine ganz große Rolle, die wir hier in Hamburg mit dem größten europäischen Grenzschichtwindkanal erforschen. Das Studium hat mich insofern auf meine berufliche Karriere vorbereitet, dass ich einfach ein umfassendes Verständnis der meteorologischen und atmosphärischen Prozesse gewinnen konnte, die mir einfach im beruflichen Alltag immer wieder eine große Hilfe sind. Ich würde jederzeit das Studium nochmal hier beginnen. Also es war einfach die beste Zeit meines Lebens bisher. Großartige Leute, tolles Institut, kann ich jedem nur empfehlen. So if you're interested in climate, if you're interested in meteorology, if you're interested in the combination of those two, there's probably no better place in the world, and only a few places in the world as good as the University of Hamburg.